Dies ist ein Heft aus der Künstlerreihe des Illustrators Willy Blöss. Es schildert das aufregende Leben der Kunstsammlerin Peggy Guggenheim. 1912, mit 13 Jahren, erfuhr die in New York geborene Peggy vom Tod ihres Vaters beim Untergang der Titanic. Auch der Sekretär des Vaters, in den sie verliebt war, ertrank dabei. Ihr Vater war einer der 7 Guggenheim-Brüder, die durch die Bodenschätze Alaskas unermesslich reich geworden waren. Vielleicht war es ein abstraktes Bild der Malerin Georgia O'Keeffe, das Peggys Sammelleidenschaft weckte. Zunächst jedoch, nach ihrer ersten Nasen-OP, sie fand sie zu dick, beschloss sie, nach Europa zu ziehen und Männer zu sammeln. In Paris heiratete sie den Amerikaner Lawrence Vail, mit dem sie durch Europa zog, rauschende Partys feierte und 2 Kinder zeugte. Als sie, der Gewalttätigkeiten ihres Mannes überdrüssig, die Scheidung einreichte, wurde Peggy schuldig gesprochen, da sie einen Liebhaber hatte, John Holmes. Peggy bezeichnete John Holmes immer als die Liebe ihres Lebens, obwohl sie nur 5 Jahre mit ihm zusammen war. Der alkoholisierte John Holmes starb bei einer harmlosen Operation nach einem Reitunfall. Danach wurden Peggys Affären immer unübersichtlicher. Der Schriftsteller Samuel Beckett brachte sie auf die Idee, neben Männern auch moderne Kunst zu sammeln. Bei letzterem sollte sie ein weitaus besseres Händchen haben. Die Türen zu den Ateliers der modernen Künstler in Paris öffnete ihr Marcel Duchamp, der Partner ihrer Freundin Mary Reynolds. Ihre erste Galerie eröffnete Peggy in England, da sie gerade eine Affäre in England hatte. Neben vielen jungen Modernen zeigte sie dort auch die naiven Kinderbilder ihrer Tochter Peggy. Nach nur einem Jahr wegen Englands Kriegseintritt 1939 schloss Peggy die Galerie und kehrte nach Paris zurück. Dort kollidierten ihre Kunstinteressen mit denen ihres Onkels Solomon R. Guggenheim in New York. Dessen Beraterin teilte Peggy mit, dass man nichts mit ihr zu tun haben wollte. Peggy ließ sich nicht entmutigen. Während die Soldaten durch Europa zogen, marschierte sie durch die Ateliers von Paris und kaufte jeden Tag ein Bild. Sie als Jüdin und viele der von den Deutschen als entartet bewerteten Künstler waren von den heranrückenden Truppen bedroht. Im letzten Moment konnte ihre Sammlung in die USA verschifft werden. Peggy selbst floh nach Südfrankreich, wo sie viele auf ihre Visa wartende Künstler traf und unterstützte. Sie verliebte sich in den deutschen Dadaisten Max Ernst. Mit ihm, ihren Kindern und einigen Vertrauten gelang ihr 1941 die Flucht in die USA. In New York wurden sie von Jimmy Ernst, dem Sohn von Max Ernst, empfangen. Ich dachte, Vater steht auf schöne Frauen. 1942 eröffnete Peggy ihre New Yorker Galerie Art of the Century, deren aufsehenerregende Gestaltung und Lichteffekte sogar ihre Tante Irene, die Gattin ihres Onkels Solomon, beeindruckten. Damit Onkel Solomon nichts von dem Besuch erfuhr, ließ Tante Irene den Katalog der Ausstellung allerdings liegen. Einen Fehler beging Peggy, als sie Max Ernst die Organisation einer Ausstellung mit 31 Künstlerinnen übertrug. Max Ernst verliebte sich in Dorothea Tanning und trennte sich von Peggy. Diese stürzte sich in ein neues Kunstprojekt. Die Förderung eines unbekannten, wild herumwirbelnden Maltalents namens Jackson Pollock. Mit der Einladung zur Gestaltung eines Pavillons bei der Kunstbiennale 1948 in Venedig ergriff Peggy die Gelegenheit, das Guggenheim-Kräftemessen in New York zu beenden. Ihr Onkel und dessen Beraterin hatten den Star-Architekten Frank Lloyd Wright mit dem Bau eines imposanten Solomon R. Guggenheim-Museums beauftragt. Als Peggy 10 Jahre später zur Eröffnung erschien und das Gebäude als Garage verspottete, lebte sie schon längst in Venedig. Am Canal Grande in Venedig hatte Peggy ihr eigenes Museum mit Gemäldegalerie und Skulpturengarten eröffnet. Das Flachdach nutzte sie zum Sonnenbaden oder sie empfing dort ihre nach ihren Scheidungen geknickten Kinder. Ihre Tochter Peggy zog ganz zu ihr und hatte dort weitere unglückliche Liebschaften. Die Tragödien in Peggys Leben rissen nie ab. Jackson Pollock raste mit dem Auto in den Tod. Ihre Tochter Peggy nahm sich 1967 das Leben. Nachdem sie ihre Memoiren verfasst hatte, ihr Onkel Solomon gestorben und dessen Beraterin entlassen worden war, übergab Peggy ihr Museum in Venedig der Solomon R. Guggenheim Foundation. Neben deren Prachtbauten in New York und Bilbao behauptet es sich bis heute als Publikumsmagnet. Archipenkos Skulptur Der Boxkampf in ihrem Skulpturengarten erinnert an das lebenslange Ringen, nicht nur um die Kunst, das für Peggy am 23. Dezember 1979 ein Ende hatte. Sie starb mit 81 Jahren an den Folgen eines Sturzes aus einer Gondel.
Das Heft über die Sammlerin Peggy Guggenheim gehört zu den 38 Kunsttiteln des Aachener Zeichners Willy Blöss. Nähere Informationen unter www.künstler-biografien.de.